Ich hätte nicht gedacht, dass sich eine Kreatur aus Gestein so schnell bewegen kann. Ich frage mich, ob der Titan aus deiner Welt auch ein solch starker Gegner war. Oh ja, der war übel. Ja, das stimmt. Also bedurfte es nur ein kurzen Moment der Unachtsamkeit, das ging gar nicht gut. Viel wichtiger ist jedoch, dass du ein weiteres elementares Wesen besiegt hast. Was bedeutet, dass wir der Wiederherstellung der großen Meere einen Schritt näher sind. Ich bin mal gespannt, ob die noch mehr raushauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Shiva reinholen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Veränderung wir diesmal gemacht haben. Genau. Haben wirklich wir das alles getan? Ja, es sieht so aus, als wäre das Gleichgewicht in das Erdelement zurückgekehrt. Und dennoch. Die Transformation hat nur die unmittelbare Umgebung betroffen, während die Gegend jenseits dieses Sees unverändert ist. Das mutet mich wundersam an. Haben wir etwas falsch gemacht? Es ist nicht ganz das Ergebnis, das ich mir vorgestellt hatte, doch offensichtlich waren unsere Bemühungen doch nicht vergebens. Vielleicht ist das hiesige Phänomen das Resultat einer Kreuzung der Ätherbahn. Somit besteht durchaus Grund zu der Annahme, dass es an ähnlichen Orten in der großen Leere ebenfalls vergleichbaren Veränderungen gekommen ist. Dann wird der Äther sich von diesem Punkt aus Punkten ausbreiten und in den Rest der Mentilia. Rin. Rin. Aber was für einen Sinn hätte es, Feuer oder Eis zu entfachen, da stelle ich mir gerade die Frage. Titan und Leviathan war klar. Erde, Wasser, brauchen wir auf jeden Fall. Und was ist mit Feuer? Wozu brauchen wir Feuer? Um Wärme zu spenden? Bestimmt, um auch wieder Essbares herzustellen und so weiter. Ich weiß nicht. Sehen wir ja nachher. Was? Jetzt bekommt man noch mehr. War es okay? Es ist nichts. Das sah mir gar nicht nach nichts aus. Du solltest dich lieber für eine Weile hinlegen. Nein, mir geht's gut, wirklich. Außerdem haben wir noch einiges an Arbeit vor uns. Sankret hat recht, du solltest dich nicht derart überanstrengen. Ich weiß euer Mitgefühl zu schätzen, aber ich möchte, dass ihr euch keine Sorgen macht. Denn du weißt doch gar nicht, was du dir da selbst antust. Die Elemente Wasser und Erde sind zwar wiederhergestellt, aber der stillstehende Äther der großen Leere wirkt weiterhin schädlich auf uns. Nein. Womöglich hat der dauernde Aufenthalt hier deiner Stärke zugesetzt. Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe mich ein wenig angeschlagen gefühlt, seit wir hier eingetroffen sind.
sollte mich vermutlich für eine Weile aus der großen Leere zurückziehen und mich ausruhen. Bitte mach das. Ich werde hier bleiben. Die Wiedergewinnung der ersten beiden Elemente hat ein paar unerwartete Resultate produziert. Und ich benötige Zeit, um die Erkenntnisse zu analysieren. Ich möchte dich jedoch darum bitten, mit niemandem über unsere Arbeit in der großen Leere zu sprechen. Selbst nicht mit unseren engsten Kameraden. Warum? Ich dachte, sie würden sich über die Neuigkeiten freuen. Und das sollen sie auch, sobald wir mehr für unsere Bemühungen vorzuweisen haben. Diese Mission ist noch immer überaus gefährlich. Ich bin nicht geneigt, unsere treuesten Freunde diese Risiken auszusetzen, solange die Lage es nicht zwingend erfordert. Ja, stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ich sollte sorgfältiger über die Dinge nachdenken. Danke, Roger. Ich bin sowieso mit meinen Lieblingscharakteren gerade in Mission. Stulla ist zwar auch noch ganz okay, aber es sind so Charaktere, die sind gut, aber das sind immer noch meine Liebsten. Ich würde sagen, Ren ist nicht die Einzige, die von einem Ortswechsel profitieren würde. Unserer schlafenden Schönheit würde es in einer gastfreundlicheren Umgebung sicherlich auch besser gehen. Wir sollten unseren Freund aus Crystarium bitten, ein sicheres Plätzchen für sie zu finden. Es wäre gut, wenn du und ich Murasaki vorgehen könntet, um mit ihm im Mordzug zu sprechen. Wir kommen dann später nach, sobald Oranger mit seiner Planung fertig ist. Ich will die schlafende Schönheit sehen. Die machen so ein Geheimnis drumherum. Warum? Vielleicht solltest du sie auch begleiten. Sie würde sich sicher über deine Anwesenheit freuen. Nein, diesmal nicht. Sie hat es schon so weit gebracht, seit unserem Treffen. Wenn sie sich zu sehr auf mich verlässt, hält sie das womöglich nur zurück. Wir werden nicht ewig in der ersten Splitterwelt bleiben. Der Tag wird kommen, an dem Rin und ich getrennte Wege gehen werden und sie ihren eigenen Pfad einschlagen muss. Nein, ich will aber, dass die mit uns kommt. Rein in den Ursprung. Und nicht nur das. Die Welten sollten miteinander verbunden bleiben, damit man immer hin und her springen kann. Können wir so oder so, ne? Aber dass das für jeden möglich ist. Ist ja wie eine Wiedervereinigung. Ich weiß, dass du das auch verstehst, Urioshi. Ich sehe, dass du versuchst, dir so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, solange du kannst. Und sie scheint tatsächlich das meiste davon zu verinnerlichen. Rin besitzt eine natürliche Gabe für Ethologie. Darin unterscheidet ihr euch. Eine natürliche Gabe, bei denen Vorträgen nicht einzuschlafen, vielmehr. Doch wenn ich so darüber nachdenke, kommt sie wirklich so gar nicht nach mir. Das bist ja auch nicht ein leiblicher Vater. Sie hat jedoch auch genau wie du die Angewohnheit, still über ihre Sorgen zu grübeln, anstatt sie anzusprechen. Das sagt derjenige, der ein Meister darin ist, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Naja, was soll's, Murasaki? Du solltest lieber den Wüstengleiter mit drin besteigen. Es stimmt, dass sie in letzter Zeit eine Menge durchgemacht hat, aber das gilt auch für dich. Du musst bereit sein für die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, also geh und ruh dich ein wenig aus. Ich glaube, das ist die Abschlussmission der ersten Raid-Reihe, also danach kommen noch zwei. Bitte lasst uns wissen, wenn ihr sicher in Amareng angekommen seid.
Ich habe eine Vermutung, dass das vielleicht sogar sein könnte, dass... dass ihr sogar den Raid so gestückelt wiedergeben. Das, nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass der... dass die erste Raid-Reihe bis dahin geht und dann halt erst wieder beim nächsten Update oder so. Ich hoffe nicht. Es sah so aus, als hättet ihr eine ziemlich ernsthafte Diskussion geführt. Ich hoffe, ich habe euch keinen Anlass zur Sorge bereitet. Nun, wenn du es sagst, ich sollte mich vermutlich nicht länger als nötig in der großen Leere aufhalten. Also willst du als erstes den Pilotensitz Platz nehmen? Was soll ich? Ach komm, mach du. Oh, ich bin froh, dass du dabei warst, mir Gesellschaft zu leisten. Ich wüsste nicht, wie ich mir sonst die Zeit vertrieben hätte. Nun, da wir hier sind, muss ich unsere Kontaktperson aus Crystarium finden. Aber zuvor hatte ich gehofft, mich mal ein wenig mit dir zu unterhalten, unterhalten zu können. Ich habe schon seit längerem etwas auf dem Herzen. Das ist jedoch wahrscheinlich nicht der beste Ort dafür. Diese Kreaturen dort drüben sehen ziemlich hungrig aus. Was? Als ich das erste Mal mit Tancred und Uri Roger darüber sprach, was ich in der großen Leere spürte, hat ein Teil von mir sich gewünscht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich nehme an, ich fürchte mich davor, was wir finden würden. Aber nun, da wir eben gefunden haben, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war, um weiter zu forschen. Und wenn ich mich meiner Furcht hingegeben hätte, würde ich mich womöglich den Rest meines Lebens fragen, was hätte sein können. Von nun an werde ich die Stimme in meinem Inneren ignorieren, die mir dazu rät, wegzulaufen oder mich zu verstecken. Das bin ich nicht mehr. Und dennoch, all der Mut der Welt wird mir nicht bei der Entscheidung helfen, was wir mit dem Mädchen machen sollen, wenn es erwacht. Erinnerst du dich daran, was sie sagte, bevor sie das Bewusstsein verlor? Warum bin ich hier? Was geschieht hier? Was, wenn sie unter der Kontrolle eines anderen stand oder gezwungen wurde, gegen ihren Willen zu handeln? Was auch immer der Fall ist, es ist klar, dass sie kein Monster ist. Sie ist eine Person wie du und ich. Offensichtlich weiß sie etwas über ihn. Und wir benötigen alle Informationen, die wir kriegen können. Doch vor allem will ich einfach nur mit ihr reden, um herauszufinden, wer sie ist und ob es etwas gibt, bei dem wir ihr helfen können. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass sie uns bereits einmal angegriffen hat. Wer sagt uns, dass sie es nicht wieder versuchen wird, wenn sie erwacht? Wenn sie uns weiter daran hindert, die große Leere zurückzuerobern, dann wird das erst meine Schuld sein. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Was meinst du, was wir tun sollten, Wasaki? Selbst Emmett Selch hatte seine Gründe. Wir sollten sie zumindest annehmen. Und das stimmt. Emmett Selch war nur von Hass zerfressen. Da kam jede Hilfe zu spät. Ich verstehe, was du meinst. Wenn die einen gemeinsamen Nenner gefunden hätten, wären die Dinge womöglich anders verlaufen. Ich hoffe, dass sie nicht so wie es Emmett Selch ist. Doch wir werden es nicht wissen, bevor wir mit dir sprechen.
Bis dahin werde ich mich auf das hier und jetzt konzentrieren. Dabei fällt mir ein, dass ich mich noch immer um Orianges Besorgung kümmern muss. Die Person, die wir treffen werden, hat uns den Wüstengleiter und die meisten von uns verwendeten Geräte geliehen. Und da wir zur Geheimhaltung verpflichtet sind, gilt das wohl auch für ihn und seine Kollegen. Ja, eher wir mit der Sache fertig sind, desto eher können wir uns ein Plätzchen zum Entspannen suchen. Ah ja, das ist so eine Questende. Nun, da wir hier sind, erlaube mir, dir zwei Mitglieder unseres engeren Kreises vorzustellen. Oder wie auch immer du das nennen möchtest. Das ist Gulbul, der an Relikten interessiert ist, die wir in der großen Leere finden. Anscheinend handelt er vor allem mit exotischen Waffen und dergleichen. Doch er hat zugesagt, uns mit allem zu versorgen, das wir nicht im Kristarium kriegen können. Ah, nur die andere Person, die wir treffen wollten, sollte irgendwo hier in der Nähe sein. Zu dem wollte ich sowieso jetzt. Also ich meine zu diesem Mord da. Ah, Rin, welch eine Erleichterung, dass du unversehrt von deiner Expedition zurück bist. Es tut mir leid, dass wir dich haben warten lassen. Wir waren ein wenig länger weg als erwartet. Mosaki, darf ich dir Luri vorstellen? Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Als Repräsentantin des Siedlungsrats bin ich hier, um die Lieferung der benötigten Ausrüstung und Versorgungsgüter für eure Expedition zu überwachen. Ich werde hier bleiben, um meine Unterstützung wieder anzubieten, falls es benötigt wird. Tatsächlich gibt es da etwas, worum wir dich gerne bitten würden. Es wäre jedoch vermutlich besser, nicht mitten auf dem Marktplatz darüber zu reden. Demnächst übernehme ich Murasaki. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Doch bevor du gehst, möchte ich mich gern bei dir bedanken. Für alles, was du getan hast. Wir haben noch immer einen weiten Weg vor uns. Aber wenn wir unser Bestes geben, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. Ich verstehe. Es ist zwar nur eine Hypothese, aber wir sollten dennoch vorsichtig walten lassen. Zudem werde ich die Angelegenheit vorerst nicht mit Rin und Murasaki besprechen, bis wir mehr wissen. Nun, ich weiß es zu schätzen, dass du es mir erzählst, auch wenn es noch zu früh ist, um zu sicher zu sein. Immerhin bin ich derjenige, der über sie wacht. Darf ich jetzt mal sehen, wer das ist? Das Orakel der Dunkelheit. Ich hoffe doch sehr, dass das nicht wahr ist, Orioshi. Okay, Menfelia ist ja das Orakel des Lichts. Wir haben zumindest eine Art Identität. So, bei Luri geht's dann weiter. Aber ich will erstmal zum Falsol. Nein, zum Gulgul.
Wo ist Gulgul? So, wir haben auch den. Edenturm. Nein, das hier. Ja, wir tragen auch sowas als Tänzer, ist klar. Ah, Rüstung brauchen wir noch zwei. Das passt nicht. Damit sollen wir tanzen, ne? Das ist unser Tanz auf dem Bar. Was für ein Bullshit, sorry. Und die sehen natürlich dann wieder klasse aus. Ach, unser Schwert gibt es gegen Ruhr. Ultraflacher Stein. Okay, wir wollen also noch zwei Rüstungsteile. Aber den Helm haben wir schon mal. Aber den kann ich erst anziehen, wenn ich. Den will ich noch nicht anziehen. Erst wenn ich im Kristallium wieder bin. Grüße dich, Murasaki. Wie kann ich dir behilflich sein? Nach Eden fahren? Das mysteriöse Mädchen, das du in der großen Nähe getroffen hast, befindet sich in unserer Obhut. Auch gut. Die Obhut ist ein gut geschütztes Geheimnis. Und sie wird Tag und Nacht überwacht. Für den Fall, dass sich ihr Zustand ändern sollte. Wir haben jegliche Informationen über eure Mission strikt vertraulich behandelt. Wenn sich herumspricht, was in der großen Leere vor sich geht, würde das für einen großen gehörigen Aufruhr unter den Bewohnern Novrans sorgen. Und wir können uns nicht erlauben, dass unsere Arbeit gestört wird. Zum Glück bleiben die meisten unserer Aufgaben wie die Lieferung von Versorgungsgütern, Ausrüstung, weitgehend unbemerkt. Um diesen Umständen zu erhalten, werden meine Kollegen und ich unsere Unterstützung auch weiterhin so diskret wie möglich anbieten. Über Rennes ersten Bericht spricht. Informationen über die Arbeiten in der großen Leere unterliegen strikter Geheimhaltung. Damit sie nicht in die falschen Hände fallen, bewahren wir nur den nötigsten Aufzeichnungen auf. Allerdings wird es so langsam ziemlich schwierig, über den Überblick über die von uns gelieferten Versorgungsgüter zu behalten. Darum habe ich Rinn gebeten, um Berichte über eure Aktivitäten anzubieten. Okay, das ist nur der. Ja, wir müssen doch warten, bis eben weitergeht. Sehe ich das richtig? Das ist nur ein höherer Schwierigkeitsgrad. Der erste Bericht wird alles über die Zeit seit eurer Ankunft in der großen Leere bis zu eurem Kampf gegen Titan enthalten. Doch ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, Rin damit eine zu große Bürde aufgeladen zu haben. Sie hat zweifellos bereits genug andere Dinge zu tun. Luri, ich habe erledigt, worum du mich gebeten hast. Ah, Murasaki, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Tatsächlich? Nun, bevor du weiter ausholst, bitte erlaube mir, den Bericht in Empfang zu nehmen. Und ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber in welcher Angelegenheit möchtest du Murasaki sprechen? Ich habe da etwas mitgebracht, das ich dir zeigen möchte. So, das ist jetzt wahrscheinlich, ja, der höhere Schwierigkeitsgrad oder so. Oder keine Ahnung. Oder? Sankret und Orange haben dies aus dem Herzen Edens zum Vernehmen zurückgebracht.
Wenn man genau hinschaut, kann man Bilder von deinen Kämpfen in der losen Leere sehen. Wow. Oyonje denkt sich dabei um Edens Erinnerungen handelt, die in Kristallform eingefangen wurden. Möchtest du die mal sehen? Also haben die das immer so gemacht, dass man... Ich hatte ja bei Stormblood, so wie bei den anderen, schon alles gehabt. Deswegen ist das jetzt schon ein bisschen merkwürdig, es nur teilweise zu haben. Und es ist wirklich komisch für mich, nicht alles zu haben. Ich dachte, der Allianz Raid, Raid, Prima Ace, alles wäre schon drin, aber nein. Das kommt nach und nach. In den 2 Jahren. Auch neue Dungeons und so. Das heißt, wir werden öfters mal was zu tun haben. Als du in den Kristall schaust, erscheinen Bilder früherer Auseinandersetzungen. Vor deinem geistigen Auge Kämpfe einer Intensität, die alles, was du wirklich erlebt hast, bei weitem übersteigt. Oh. Stimmt das? Stimmt was nicht? Ist es anders als in deinen Erinnerungen? Sie seltsam. Es könnte dazu führen, dass Edens Erinnerungen zu verzerrt werden. Nun, wir haben enorme Mengen an Ether extrahiert und neu angeordnete. Womöglich hat das den Kristall beeinflusst. Wie dem auch sei. Ich gehe davon aus, dass wir eine Verwendung für diese außergewöhnliche Artefakt finden werden. Ich glaube, ich habe eine Idee. Obwohl es uns Bilder von Dingen zeigt, die nie wirklich passiert sind, könnte uns ihr Studium dabei helfen, uns auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Wo wir schon vom Studieren sprechen, Roger hat mir ein paar Bücher mitgegeben, die ich für unsere nächsten Expeditionen lesen soll. Ich sollte mich lieber wieder dahinter klemmen, doch ich werde dich schon bald wiedersehen. Genau. Das heißt, Eden an sich kommt wirklich wieder später erst. Denn wie wir sehen, ist hier nichts. Und die Vermutung hatte ich schon, wo ich gesehen habe, dass dieser Händler nur eine Rüstung hat. Das heißt, es wird immer später angehoben. Nicht schlecht. Man soll sich halt auch nur auf erstmal das konzentrieren, bevor man schwerer macht. Das ist eigentlich nur logisch, wenn ich so sehe. Heißt das, dass auch beim Allianz Raid unterteilt ist? Dass man wirklich auch nur einen Teil vom Allianz Raid bekommt hinterher. Ich weiß nie, wie das so ist. Das ist die Schwere. So. Ja. Dann haben wir auch Eden durchgebracht heute. Wow. Nice. Dann bleibt uns nur zu warten auf Oktober. Leveln werde ich von selbst. Und Raiden wahrscheinlich auch. Ich werde vielleicht ich werde dann natürlich, wenn ich meine Streampause mache, dann werde ich die Raids machen und so weiter. Ich muss ja nicht jeden Tag immer streamen.